Am 2. März 2010 stellte die Sparkasse Ingolstadt ihre beeindruckende Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Die Sparkasse Ingolstadt konnte in 2009 an den Erfolg der Vorjahre anknüpfen und ein weiteres Mal ein überdurchschnittliches Geschäftsergebnis ausweisen. Als sehr gutes Jahr wird es in die Geschichte der Sparkasse eingehen, vom wirtschaftlichen Ergebnis sogar als das beste Jahr. Aber was viel entscheidender ist, die Qualität, die man lebt für die Kunden, für die man letztlich da ist, nämlich für die Privatleute im Großraum Ingolstadt, fürs Handwerk, für den Mittelstand. Und da blicken wir auf eine stolz erfüllte Bilanz und da sind wir dankbar, insbesondere auch unseren Kolleginnen und Kollegen, die für diese Leistung stehen. Der Bilanzgewinn konnte von 7,7 in 2008 auf 8,6 Millionen Euro in 2009 nochmals gesteigert werden. Nur ein Indiz für die solide Arbeit der Sparkasse Ingolstadt. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis, was man immer mit dem Betriebsergebnis so bemisst, also satte 20% nochmal über dem sehr guten Vorjahr, damit ein Treppchenplatz in der Bayerischen Sparkassenorganisation. Also wenn man unter 73 Bayerischen Sparkassen vorne mit platziert ist, dann kann man das mit Freude und Stolz erfüllen. Wenn man die Marktdurchdringung nimmt mit einem Marktanteil von knapp 50 Prozentpunkten, der deutlich stabilisiert wurde in 2009, wenn man die Schwierigkeiten im bankmäßigen Verhalten um uns herum so erlebt, dann erleben wir als Sparkasse eine Renaissance. Wir genießen das Vertrauen unserer Kunden und wir können offensichtlich daraus gute Geschäfte machen und das freut mich. Die Finanzkrise berührt die Sparkasse Ingolstadt weiterhin nur am Rande und somit sieht man auch positiv in die Zukunft. 2010 wird sich nach unserem Verständnis also lückenlos in eine Reihe von erfolgreichen Jahren wiederum anfügen. Vielleicht nicht mit der letzten Spitze gleichwertig, man kann nicht nur Rekordergebnisse schreiben, dafür treten wir ja nicht als Sparkasse an, sondern das Ergebnis muss qualifiziert sein und letztlich muss der Nutzen beim Kunden spürbar werden. Aber das Niveau wird wieder sehr gut sein. Wir kommen schön langsam aus der Finanzkrise raus, waren noch nie so richtig tangiert von dieser Krise. Wir erleben die Sparkasse neu, haben Vertrauen bei unseren Kunden und wir machen weiter. Ein elementarer Baustein der Sparkassenphilosophie ist das Leitmotiv der Gemeinwohlorientierung. Neben der Bildung von Sicherheitsrücklagen wird der Gewinn nur für gemeinnützige Zwecke verwendet. Somit ist die Sparkasse Ingolstadt einer der größten Sponsoren und Spendengeber in den Bereichen Bildung, Kultur, Soziales, Sport, Umwelt und Wissenschaft in der Region. Die Philosophie der Sparkasse ist somit von hoher gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung und moderner denn je.